喂，你好嘛？我系 Orange，我系香港人。So gerade habe ich so eine kurze Wiederholung für die Begrüßung. Wei, die Mann und so die so meine Name. Wo hei Orange und wo hei Hongkong Yan. Wo hei Hongkong Yan. So das ist meine Staatsgehörigkeit. Ich komme aus Hongkong. So, vielleicht findest du in einer Konversation für das erste Mal schon so langweilig. Oder das ist so lang. Du möchtest vielleicht in einer Party noch weitergehen, mit einem anderen Mensch zu sprechen oder einer schönen Frau dort möchtest du kennenlernen. Dann natürlich sagt man Tschüss. Und wie sagt man Tschüss auf Chinesisch? So, das ist ganz ähnlich mit der Begrüßung. So, es gibt auch ein paar Ausdrücke, das ganz gleich wie Englisch. So, zum Beispiel, hier steht auch die englischen Wörter "see you". Das spricht man auch ganz oft. Und gibt es auch dieses ganz komplizierte Wörter, aber das spricht ganz einfach vor, ja, laut. So, das heißt bye bye, bye bye. Oder kannst du auch sagen bis nächstes Mal? Bis nächstes Mal auf Chinesisch heißt Ha Chi Gin, Ha Chi Gin. Ha Chi bedeutet nächstes Mal. Ha Chi Gin bedeutet sehen. Deswegen Ha Chi Gin bedeutet sehen wir uns nächstes Mal. Oder so wie Nei Hou Ma für die Begrüßung gibt es auch ganz Oxford oder Cambridge Deutsch hier oder Goethe Deutsch, aber auch auf Chinesisch. Das heißt Zhaojin, Zhaojin. So, das ist Wiedersehen. So, das spricht man nicht so oft, aber so wie Wiedersehen, vielleicht in einem Flughafen, dann sehen wir uns wieder und das heißt Zhaojin. Aber sprechen wir auch eigentlich einfach Bye Bye oder so. So. Heute ist einfacher aus Lehaibindolega oder so. Ich hoffe, das macht dir mehr Spaß aus die Heimat und hoffentlich sehen wir uns wieder. Ha Chi Gin, Wo Hai Orange. Bye bye.